Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Hey, kannst du dich um dieses Schloss kümmern? Können wir machen. Null Problemo. Oder vielleicht doch ein Problemo, jo. Warte mal eben. So, das sollte so sein. Das sollte so sein. Das so. Ja, Alter, hat ja lang genug gedauert, Leute. Wir sind drin. Mein Gott. Los, komm! Wir dürfen keine Zeit verlieren, Schutztruppen. Wir müssen uns treffen und uns auf den Weg zu diesem Deplanetisator-Ding machen. Haben wir alles erledigt? Ja, haben wir. Auf geht's, Jungs! Zu welchem Planeten müssen wir? Es wird Zeit für den Angriff auf den Deplanetisator. Alles klar, ihr wollt Stress? Ihr kriegt Stress. Ach, die Grünen sind auch Feinde, oder was? Ich dachte, das wären meine Kollegas. Rektor, die galaktischen Schutztruppen wollen uns aufmischen. Sei so nett und begrüße sie freundlich. Mit Vergnügen, Vorsitzender. Das ist Viktor von Ions Todesschiff. Ja, soll er mal herkommen hier. Alle Schutztruppen, greift Viktors Schiff an. Quark! Quark? Wo ist er? Wow! Ja, nicht mit mir. Warte mal, ich muss mir erstmal ein paar Raketen besorgen. Munition erhalten. Schiff repariert. Zielsuchraketen im Anflug. Meine Waffen laufen heiß. Aktiviere Thermokühler. Meine Waffen laufen heiß. Voll die übelste Anmache an Ratchet. Ach, mit dem linken Stick schießen oder was? Ja, aber worauf genau, Mensch? Warnung, Warnung, Warnung. Munition aufgebraucht. Kein Lombax kann mich erledigen. Mach dich bereit. Zielsuchraketen im Anflug. Ja, was dachtest du denn? Standard. Das war mein bestes Todesschiff. Dafür wirst du büßen, Lombax. Oh je. Ich würde sagen, doch Grund zur Beunruhigung. Oh oh.
Hilfe! Doch. Victor von Ion hat die Phönix infiltriert. Wir müssen die Brücke räumen. Die Feuer geraten außer Kontrolle. Elaris, ich glaube, ich habe eine Idee. Hast du Zugriff auf das Feuerlöschsystem des Schiffs? Ja, aber das wird nicht leicht. Der Energiekern des Schiffs ist beschädigt. Also musste ich alles auf unsere Primärsysteme umleiten. Wir können den Hilfsgenerator starten, aber das geht nur manuell. Dann werde ich das manuell erledigen. Wie komme ich in den Wartungsraum? Er ist im Wartungsraum, aber die Türsteuerungen sind hin. Ich brauche einen Moment, um sie wieder zu aktivieren. Beeil dich. Komm wieder her, du elende... Da! Geh rein! Oh! Ich bin jetzt im Wartungsraum. Du musst ein paar Hilfsgeneratoren aktivieren, damit wir wieder Energie haben. Allerdings brauchen die Generatoren zusätzliche Energie, um wieder anzuspringen. Bekommst du das hin? Überlass das mir. Überlass das mir. Energie bei 0%. So. Okay, müssen wir jetzt mal gucken hier. So, Trampoline Board. Was haben wir denn hier oben? Haben wir hier noch einen Kollegen? Ne, haben wir nicht, wa? Energie bei 0%. La 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 la. Dann komm mal mit. Dann machen wir das jetzt. Das ist jetzt die Frage. So müssen wir das machen, ja. Genau. So müssen wir das machen. Dann müssen wir den jetzt hier. Ja, Brainbus schlägt wieder zu. Locker, easy, flockig. Locker, easy, flockig. Aber ist ja auch nicht schwer. Volle Energie. Gut. Jetzt Nummer 2. Ja. Jetzt Nummer 2. Da bauen wir den Brückenbot again wieder. Zack. Dann brauchen wir den hier. Warte mal. Nee, ich muss das, glaube ich, komplett einmal andersrum wieder machen, wa? Kann das sein? Aber von dort komme ich ja gar nicht. Oder? Ich glaube, ich muss das einmal nochmal komplett andersrum machen, aber ich brauche ja zwei oben. Drei weitere Geschwader wurden abgesetzt. Gegnerische Schiffe auf 3, 4 und 11 Uhr. Ich kann sie nicht abschütteln. Okay. So, jetzt den Kollegen dorthin. Ja, alles klar. Zu diesen Pumpen. Jetzt habe ich dich. Nein. Ich finde einen Weg für dich zum Schadenkontrollraum. Dort sind die Pumpen. Renn einfach weiter. Alles klaro.
Etwas anderes hatte ich auch nicht vor. Ich hätte dich auf Quartu persönlich in die Verbrennungsanlage werfen sollen. Merkst du nicht, dass du nichts kannst? Er merkt es einfach nicht. Und wir regeln das. Von Kampfbot zu Kampf. Du bist fast da. Mir kommt es so vor, als wenn ich die ganze Zeit nur im Kreis renne. Wir rennen doch auch nur im Kreis. Da! Hüpf rein! Okay. Danke, Elaris. Ich habe den Schadenkontrollraum erreicht. Versuche, die Pumpen neu zu starten. Irgendwo muss eine Konsole sein. Ich kümmere mich darum. Unterstütze du weiter die Schutztruppen. So. Ja, laber nicht. Wenn du so krass wärst, müsst du einfach alles kaputtballern. Du musst dich beeilen! Du musst dich beeilen! Mein Gott. Moment. Hey. Energiebot 1. Energiebot 2. Warte mal, ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, hier wären 3 schon oben. Nee, warte mal, ich habe einen Fehler gemacht. Hab ich auch, ja. Ich hab einen Fehler gemacht. Nein! Was aktiviert der da? Ah. Okay, ich hab einen Fehler gemacht. Ja. So. So hätte ich das machen müssen. Was passiert, wenn das... Okay. Ja, was zu machen ist, ist klar. Aber es halt, es dauert jetzt natürlich wieder. Hey! Bist du doof? Bist du schon geworfen? Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Ja. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Nee, habe ich nicht. Diesmal nicht. Oder? Doch, habe ich. Boah, Leute. Moment mal eben. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder habe ich keinen Fehler gemacht? Ich glaube ja schon. Wo steckst du, Blechbüchse? Bin mir gerade nicht sicher. Hallo? So, nee, jetzt ist doch, wir sind doch richtig, so. Dieses ja, Clay, hallo, nur weil du mein Agent warst, musst du jetzt nicht so tun, als wenn ich komplett verblödet bin. Beruhig dich, mein Freund, beruhig dich. Bin doch schon auf dem richtigen Wege hier. Jetzt muss ich nur alle wieder mitnehmen.
So. Volle Energie. Großartig! Die Pumpen laufen! Der Feuerlöschhalter befindet sich im hinteren Teil des Schiffs. Du musst da schnell hin! Moment! Aber doch nicht jetzt! Beim nächsten Mal machen wir das. Der Part ist nämlich schon auf jeden Fall lang genug. Leute, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt immer noch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. So wie das aussieht, habt ihr Spaß beim Zuschauen. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle für eure ganze Unterstützung, also diejenigen, die das auch unterstützen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.